Wir werden demnächst ein Battlefield, Quatsch, nicht Battlefield, Call of Duty Modern Warfare 3 Online Let's Play starten. Das werde ich mit dem Friedrich, mit dem ich halt sehr selten jetzt mittlerweile FIFA mache, und dem Danny machen, den ihr ja schon kennt. Wird auf jeden Fall, glaube ich, sehr cool. Wird dann starten. Ich überlege gerade, wie ich hier fahre. Warte mal, ganz kurz nochmal auf die Karte hier lümmeln. Wie fahre ich denn am besten? Ah, hier. Genau, einmal den Weg folgen. Wird dann starten, sobald Danny das Spiel hat, was jetzt demnächst sein wird. Und Friedrich ein Mikrofon von mir bekommt. Dann wird das auf jeden Fall starten. Werden wir dann auch so ab und zu machen, halt nicht jeden Tag, ne? Ist dann ein bisschen viel Arbeit. Aber so mal ab und zu, so nebenbei, wird da auch eine Folge erscheinen. Wahrscheinlich öfter auf jeden Fall als FIFA, weil ja, müssen wir auch wieder demnächst machen. Ich weiß. Aber wir finden irgendwie schwer Zeit. Also wenn, dann reden wir über TS und zocken ein bisschen zusammen. Aber so, ja, ne? So, keine Ahnung, so Treffen ist irgendwie in letzter Zeit richtig schwer, weil er jetzt auch seine Abiturprüfungen hat, deswegen halt logischerweise sehr wenig Zeit. Und deswegen ist das halt sehr schwer, sich da mal zu verabreden. Aber wir werden es versuchen, mal irgendwie zu schaukeln. Ah, da ist so ein fucking Auto. Drauf gekackt, wir fahren hier mit Vollgas vorbei. Woher erkennen die uns eigentlich, wenn wir hier... Oh. Wenn wir hier in deren Auto fahren, das verstehe ich gar nicht. Oh, die sind aber auch ganz schön schnell unterwegs. Aber wir haben natürlich hier die Skills. Und düsen den hier einfach mal weg. Alter, das ist ja wirklich, ey, das ist ja wirklich weit weg, ey, ganz ehrlich. Wir fahren hier schon irgendwie so ein bisschen. Und achso, demnächst wird auch was Großes kommen mit... nee, das verrate ich noch nicht. Nee. Auf jeden Fall haben wir was in Planung, was auch demnächst kommen wird, aber das... Oh, Rakyat. Hi, Leute. Na, Freunde. Ich nehme mal kurz eure Küste mit. Stört euch doch nicht, oder? Sprich doch mit der Wand. Also, hallo Wand, hier spricht Tapete. So, oder wie, oder wo. Lol, Kisten. 29 Dollar und ein oder Alter. Richtig, wir holen uns die Insel zurück. Beziehungsweise ich hole euch die Insel zurück. Ah, shit, hier kann ich nicht hochspringen. Ist leider kein Kletterer. Hat leider seine Karabinerhaken vergessen, ne? Alter, ich bin, glaube ich, voll den Umweg gelaufen. Ah, fuck. Shit, warte mal, muss ich mal auf die Karte gucken, vielleicht ist ja hier irgendwie ein Weg angezeichnet. Ja, nee. Gut. Ja, so, das kommt, wenn man hier auf eigene Faust rumfährt, ein bisschen labert, na super, ey. Na gut, dann werden wir jetzt nochmal schnell umdrehen und einmal den anderen Weg nehmen. Das ist ja jetzt ein schlechter Scherz. Gut, ich wollte schon sagen, wollte jetzt hier nicht auf so einen doofen Stein aufsetzen, weil das wäre so äußerst ungünstig so fürs Auto und fürs Weiterkommen, ne? Wollte ich mal so anmerken. Oh, lol. Huh, da sind wir noch ausgewichen. Gerade so. Und jetzt halten wir uns mal hier rechts. Damit wir hier wieder zu Bug kommen, der bestimmt, ja, der ist ja bestimmt schon wieder da und hält uns wieder eine Geschichtsstunde. Ich glaube wirklich, dass der mal Lehrer war. Und es ihn dann irgendwie hier durch dieses Gerät, genau, Relikt, hierher verschlagen hat. Und jetzt nimmt er uns als seinen Schüler. Finde ich eigentlich auch sehr cool. Auch wenn er natürlich etwas brachiale Methoden hat. Aber gut. Er weiß, wie man die Schüler in den Griff bekommt, ne? So, also im Fahren, finde ich, sind wir auch wesentlich besser geworden. Weil früher, das war eine einzige Katastrophe, aber jetzt geht das ja einigermaßen hier. Wie wir hier durchspeiken. Yeah, das macht mittlerweile richtig Spaß, bloß mit dem Quad kann ich mich immer noch nicht anfreunden. So, eingepackt.
So, und jetzt sind wir hier auch schon wieder da. Ach, der chillt hier ein bisschen. Na gut, dann chillen wir mal mit. Gut. Okay, dann müssen wir mal gucken. Also er zeigt ja bergab und deswegen. Geronimo! Nein! Och Mann, ich dachte, das geht. Och fuck. Gut. Das hat mir nicht so geklappt. Ich werde es gleich nochmal probieren. Werden wir gleich so einen Vorsprung suchen? Warte mal. Es muss doch irgendwie gehen. Okay, hier probieren wir es nochmal. Diesmal scheint es zu gehen. Yeah, Baby, yeah. Gut, wir haben uns einfach bloß die falsche Stelle ausgesucht. Aber diesmal hat das wunderbar geklappt. Yeah, Baby. So, dann schwimmen wir hier weiter. Klettern hier mal raus. Das war mal ein geiler Jump, da hätte ich eigentlich wieder einen 360 drehen müssen. Alter, wie hoch? Das war ja mal mies geil, ganz ehrlich. So, nein. Jetzt sag nicht, ich bin zu weit unten. Ah, hier. Oh, Alter, ich wollte schon sagen. Dann hätte ich mir jetzt was einfallen lassen müssen. Und ihr wisst ja, bin ich gar nicht so gut drin, ne? Okay, und jetzt geht's hier weiter. Okay, aber hier dürften ja auch keine Piraten mehr sein, soweit ich weiß, weil die sind ja da schon nicht weitergekommen. Sonst hätten die ja die Kompassstücken gehabt. Und hier kommen sie ja erst recht nicht rein, oder? Ohne den Kompass? Bin mir da gerade nicht so sicher. Ladebildschirm, Ladebildschirm, Ladebildschirm. So. So. Okay, weiter geht's hier. Okay, da oben ist das. Na, 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 na. Gut, gehen wir mal hier hoch. Ah. Gut, aber hier. Oh. Ne, geilen Schießstand. Nee. So viel zum Thema. Ach, hier werden ja keine Piraten sein. Nein. Oh. Aber wir nehmen mal die Küste hier noch mit. Da sind noch ein paar Köders. Es war ja geil, ein Schießstand. Ich würde gerne das C4 hier hochjagen, aber ich glaube, das wäre nicht so gut. Weil wir dann, glaube ich, abnippeln werden. So. Wenn man hier hochgeklettert. Ah, hier wäre auch ein Schießstand gewesen. Okay. Ja. Genau das hatte mich auch gefragt. Alter. Huh. Okay. Hier scheint eine Bombe zu sein. Okay, jetzt wird's langsam. Also, ach du Scheiße. Komm schon, heilen. Jetzt heilen. Hol die Kugel da jetzt raus. Komm schon, Mann. Oh Gott, Alter. Puh. Da hilft uns jedes Mal die Pumpe. Wir hätten jetzt natürlich auch die ganz große, wo wir nehmen können. Aber an die habe ich jetzt im Eifer des Gefechts nicht dran gedacht. Jetzt regenerieren die sich wieder, die Gesundheitsfelder. Das finde ich sehr gut. Okay. Gut, wieder andere Wumme. Und einmal nachladen. Dankeschön. So. Leiche plündern. 3 Dollar.
Okay.